Hallo und herzlich willkommen. Für heute habe ich für euch ganz tolle Muster vorbereitet. Leider habe ich die Skizze noch nicht fertig für diese Muster. Ich versuche die zu zeichnen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, wie man das strickt jetzt. Und deswegen versuche ich die Skizze fertig zu kriegen, zu machen. Und dann würdest du die bei Facebook finden. Diese Muster ist ganz einfach zu stricken. Das ist die rechte Seite. So sieht die linke Seite aus. Die linke, würde ich sagen, sieht auch toll aus. Das heißt, wir können auch diese Muster, obwohl beide Seiten, jede Seite sieht anders aus, aber man kann diese Muster, würde ich sagen, ich persönlich würde das für Schal auch nehmen. Wie du siehst, wir haben hier nur linke Maschen, rechte Maschen. Hier haben wir Zöpfe gestrickt und hier Umschläge. Das heißt, hier kommen die drei Umschläge und dadurch entsteht diese schöne Ajourmuster zwischen den Zöpfen. Ich habe hier von jeder Seite habe ich zwei Maschen, die ich nach links gestrickt habe. Das heißt, wenn wir jetzt, habe ich hier vier Rapports in der Breite und zwei nach oben. Dazwischen habe ich insgesamt vier Maschen links gestrickt. Wenn du das nicht so breit haben möchtest, dann strickst du nur 7 Maschen und dann fängst du wieder an mit zwei. Das Ganze zeige ich dir gleich, wenn wir soweit sind. Ich habe diese Probe hier, das heißt, die vier Rapports habe ich mit Merino-Wolle von Drops gestrickt in der Stärke 5 und dazu habe ich auch Stricknadel benutzt, die Stärke 5 haben. Wenn wir jetzt ein Rapport 9 Maschen haben, dann musst du das ausrechnen. Ich habe jetzt 4 Rapports und das ergibt eine Breite bei 4 Rapports je 9 Maschen. Circa 19 cm, wenn du genau so eine Wolle in der Stärke benutzt. Du würdest da, das gleich sehen, das ist wirklich ganz einfach zu stricken. Die zwei Maschen zusammen, was wir hier stricken, das sind zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich stricke jetzt auch mit Merino-Wolle, bisschen dünner ist die Wolle. Ich glaube, das können wir jetzt zur Seite legen, das brauchen wir nicht. Und ich habe schon Maschen angeschlagen für zwei Rapports. Zwei Reihen, jetzt habe ich, Moment, so ist glaube ich besser. Zwei Reihen habe ich jetzt glatt gestrickt und jetzt fangen wir gleich an mit dem Muster. Die erste Reihe stricken wir nur linke und rechte Maschen. Das heißt, wir fangen an mit der Randmasche und dann haben wir als nächste zwei Maschen links. Da haben wir zwei linke Maschen. Jetzt kommen fünf Maschen rechts. 1, 2, 3, 4 und 5. Und die letzten zwei Maschen sind die linken Maschen. Wenn du jetzt die letzten zwei Maschen links strickst
Und dann die ersten zwei Maschen im zweiten Rapport, dann hast du hier diesen Abstand, was ich euch hier gezeigt habe, ein bisschen breiter. Jetzt sieht man das nicht, Moment. Dann hast du diesen Abstand hier ein bisschen breiter zwischen den Zöpfen und zwischen den Ajouren. Wenn du nur zwei Maschen nimmst, das heißt, du nimmst jetzt Moment, das sage ich dir gleich, du nimmst sieben Maschen, ja, du nimmst sieben Maschen plus zwei Maschen plus zwei Randmaschen. Dann strickst du jetzt danach, ich habe jetzt hier Randmasche gestrickt, Moment, so, Randmasche, zwei Maschen links, fünf Maschen rechts. Das heißt, das wäre dann ein Rapport. Und dann fängst du zweiter Rapport wieder ohne Randmasche natürlich mit zwei linke Maschen, fünf Maschen rechts. Das heißt, du vergisst immer die letzten zwei Maschen. Die letzten zwei Maschen machst du dann nur, wenn du dein letzter Rapport zu Ende strickst und dann die Randmasche. Ich würde euch das alles aufzeichnen auf kleinem Zettel, glaube ich, und das wäre, dann würde ich rot markieren, wo das kleine Rapport, sagen wir, aus sieben Maschen entsteht und dann plus die zwei Maschen. Wir haben jetzt eine Randmasche, zwei Maschen links, fünf Maschen rechts und zwei Maschen links. Wir haben jetzt diese in Anführungsstrichen große Rapport gestrickt aus neun Maschen. Jetzt fangen wir an wieder so, das waren die neun Maschen und jetzt fange ich wieder an mit neuem Rapport mit zwei Maschen links und dann kommen fünf Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5 und die letzten, weil ich beende schon die Arbeit, sind die linken Maschen und die Randmasche. Das war die erste Reihe. Die zweite Reihe strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Das heißt, hier haben wir nach der Randmasche zwei Maschen rechts, dann kommen linke Maschen, rechte und so weiter. Wir sind jetzt bei der dritten Reihe. Da haben wir die Randmasche und dann kommen zwei Maschen links. 1 und 2. Dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir hier von der linken Seite unter den zwei Maschen und holen den Faden. Dann kommen zwei Maschen rechts und die letzten zwei Maschen, die stricken wir nach links. Das ist ein Rapport. Jetzt fangen wir mit dem zweiten Rapport. Zwei linke Maschen. Eine Masche rechts. Ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir hier von der Seite und holen den Faden. Zwei rechte Maschen, 1 und 2 und die letzten zwei Maschen stricken wir links und die Randmasche. Das war die dritte Reihe, die vierte stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Die Umschläge und auch die Maschen, die wir zusammen zwei gestrickt haben, stricken wir nach links. Wir sind jetzt bei der fünften Reihe. Und ich habe vergessen, euch zu sagen, dass wir haben nach oben 14 Reihen.
Die 15. Reihe fangen wir wieder an, so wie die erste. Jetzt stricken wir die 5. Reihe, da haben wir als erster die Randmasche und die zwei Maschen links. 1 und 2. Dann kommen zwei Maschen rechts, 1 und 2. Dann kommt ein Umschlag und zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine Masche rechts. Und die letzten zwei Maschen stricken wir nach links. Das war ein Rapport. Jetzt fangen wir an mit dem zweiten Rapport. Und da haben wir als erste zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir von der Seite hier und holen den Faden. Danach kommt eine Masche rechts, zwei Maschen links und die letzte Masche ist die Randmasche. Das war die Reihe 5. Die Reihe 6 stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Wir stricken jetzt die 7. Reihe und als erste ist die Randmasche und zwei Maschen links. 1 und 2. Dann kommen drei Maschen rechts, 1, 2 und 3, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen und den Faden holen. So. Und dann kommen zwei Maschen links und das war unser erster Rapport in der Reihe 7 und wieder fangen wir an. Zweiter Rapport mit zwei linke Maschen. Dann kommen drei Maschen rechts, 1, 2 und 3. Ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die muss ich immer ein bisschen locker machen. Und den Faden holen. Und zwei linke Maschen. Und als letzte ist die Randmasche. Das war die Reihe 7. Die Reihe 8 stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Wir kommen jetzt zur 9., 10., 11. und 12. Reihe. Die 4 Reihen stricken wir gleich. Das heißt, wir machen hier am Anfang die 2 Maschen links und dann die restlichen Maschen stricken wir rechts. Im Grunde genommen stricken wir so wie die erste Reihe, stricken wir jetzt die 9. und 11. und die 10. und 12. so wie die Maschen erscheinen. Jetzt haben wir wieder 5 Maschen rechts und das Ganze wiederholen wir. Ich stricke jetzt schon die 12. Reihe zu Ende. Und jetzt fange ich an mit der 13. Reihe.
wo ich mein erster Zopf strecken würde. Das heißt, die erste ist die Randmasche, die hebe ich auf. Die zwei nächsten Maschen, das sind die linken Maschen. Jetzt hole ich zwei Maschen auf die Hilfsnadel. Von hinten hier, weil die zwei Maschen, die lasse ich hinter der Arbeit. Wie du siehst, hier habe ich die zwei Maschen und die würde ich hinter der Arbeit lassen. Jetzt die nächsten drei Maschen stricke ich nach rechts. Eins, zwei und drei. Jetzt die drei Maschen von zwei Maschen, Entschuldigung, von der Hilfsnadel. Ich mache das so, dass du das besser sehen kannst. Die zwei Maschen hole ich wieder auf die linke Stricknadel. Eins und die zweite Masche. Den Faden nach hinten und die zwei Maschen strickst du ganz normal nach rechts. Eins und zwei. Das zeige ich euch nochmal, weil wir haben noch einen Rapport, deswegen würden wir das nochmal machen. Und dann die letzten zwei Maschen haben wir links. Das ist ein Rapport, wo wir schon unser erster Zopf gestrickt haben. Oder gemacht, gestrickt, ja. Dann haben wir neuer Rapport und wieder zwei Maschen links. Und wieder kommt ein Zopf. Ich lege das nur hier nach vorne, um euch zu zeigen, wie man die Maschen hebt. Sonst kannst du das natürlich auch so machen, dass du das hier von hinten nimmst, aber ich mache das extra hier jetzt nach vorne, um euch das besser zu zeigen. Dann nimmst du die Hilfsnadel und holst die zwei ersten Maschen auf die Hilfsnadel. So. Die lässt du hinter der Arbeit liegen. Den Faden wieder hier nach hinten, hinter der linke Stricknadel, nicht hinter die Hilfsnadel. Und die nächsten drei Maschen strickst du rechts. Eins, zwei und drei. Jetzt holst du die zwei Maschen von der Hilfsnadel auf die linke Stricknadel. Da würde ich wieder das Ganze hier ein bisschen nach hinten schieben, um euch das zu zeigen. So, die zwei Maschen von der Hilfsnadel. Eine Masche und die zweite Masche. Den Faden jetzt hinter der linke Stricknadel, hinter der Nadel da. Und die zwei Maschen ganz normal rechts abstricken. Eins und zwei. Und dann haben wir wieder zwei Maschen links und die Randmasche. Das war die Reihe 13. Die Reihe 14 stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Hier waren linke Masche vorher, jetzt sind die als rechte. Jetzt haben wir unseren Zopf, da stricken wir die alle Maschen nach links. Dann haben wir hier vier Maschen rechts. Wieder war unser Zopf, da stricken wir die Maschen
nach links. Und als letzte sind zwei Maschen rechts und die Randmasche. So, das war's. So sieht das aus. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen dünner Wolle. Bei der dicken Wolle sieht man das doller. Jetzt können wir das Ganze nach hinten, glaube ich, nehmen. So, hier siehst du das Dollar auf diese Muster, aus dieser Wolle. Aber wie du siehst, das ist ganz großer Unterschied. Das kann man sogar hier, glaube ich, sehen, dieser Unterschied zwischen den zwei Faden. Ich würde jetzt mich hinsetzen und euch die kleine Skizze, glaube ich, machen, dann wird das viel einfacher für dich zu stricken. Wie ich gesagt habe, da haben wir ein Rapport gestrickt, zwei in der Breite, eins nach oben. Wenn dir das gefällt, wenn du das für irgendwelche Projekte verwenden kannst, diese Muster, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir das vielleicht nachher schreibst oder Foto schickst. Für diesen Moment würde ich sagen, Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und dass du wieder als Gast bei mir warst in meinem Wohnzimmer. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, eure Mira.